Ja, Bo hat es gesagt, meins war gut, erste Halbzeit, wir waren nicht gut. Ja, habe jetzt langsam gespielt und kein gutes Positionsspiel gehabt und dann auch unsauber gewesen. Waren wir verdient den Rückstand. Natürlich war das Tor irregulär, aber es passiert halt solche Fehler. Man denkt dann immer, es kann doch nicht sein, dass sowas passiert, aber bei einem selber sind ja so Dinge auch schon passiert, dass man so Fehler gemacht hat und man kann sich nachher nicht erklären, warum. Weil natürlich steht der Torschütze so, dass man logisch an Abseits denkt, aber durch das, dass die Hand überprüft wurde, habe sie das vergessen. Das ist dann so, Herr Eidekin kann natürlich da gar nichts dafür, das ist ja klar, weil er das nicht sehen kann. Finde ich auch gut, dass er sich einfach entschuldigt hat und hingestanden ist, gewissermaßen für seine Kollegen, so macht man das auch. Ja, wir waren nicht gut erste Halbzeit, es war zu wenig. Ich bin dann froh, dass es anders wurde. Mit dem Anstoß zur zweiten Halbzeit war es gut. Es ist immer gefährlich. Mainz natürlich wahnsinnig schnelle Stürmer, eine enorme Körperlichkeit. Es kann sein, du kriegst zweite auch durch einen Konter oder durch einen Standard. Aber wir haben dann das 1-1 gemacht und zum Glück natürlich wird so ein Spiel dann nicht mit 1-0 entschieden durch so ein Tor. Das wäre natürlich schlimm gewesen. So leben wir mit dem Punkt, aber natürlich sind wir nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Wir müssen Basics wieder üben. Wir müssen wieder Abläufe, Basics üben. Vielleicht habe ich da in letzter Zeit ein bisschen zu wenig Wert drauf gelegt, das ein bisschen zu wenig gemacht. Und jetzt heißt es wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber zweite Halbzeit war gut.